Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief. So, beim letzten Mal sind wir hier vorne in dem formschönen Glockenturm stehen geblieben und wollten uns hier durch dieses Portal begeben. Und dann würde ich sagen, quatsch ich nicht lange rum und mach einfach mal. So, hier die Stadt Stone Market. Möchtest du in dieses Viertel gehen? Ja, natürlich möchten wir das. So, das ist natürlich cool, dass man so eine kleine Schnellreise auch nutzen kann. Braucht man nicht immer den ganzen Weg zu laufen. Ist auch ganz cool eigentlich. So, jetzt warten wir noch kurz den Ladebildschirm ab. Das geht ja eigentlich recht flott. So, jetzt komm. Mach schon. Mach ihn fertig. Das geht vorbei, Sir. Ganz gewiss. Nicht die Schwermut. In 2 Tagen sollen Männer seinen Besitz für die Wache requirieren. Mit einem Karren. Jawohl, Sir. Okay, so wie es aussieht, geht's dem Herrn da unten nicht sehr gut. Eventuell hat er auch die Schwermut. Kommt man dann hier dann zurück zum... Ah, okay, nice. Hier kommt man dann zurück zum Glockenturm. Ach, wir stehen davor. Ja gut, dann ist ja das ist ja alles okay. Okay, so, was haben wir hier? A beautiful miniature. Mhm. Okay, so. Hä, was war das denn? Und gerade irgendwie E drücken. Ah, Spähen. Achso, wegen der Ecke hier. So, C war ducken. Mal schön geduckt bleiben. Wir wollen auf keinen Fall entdeckt werden. So, bis jetzt sieht alles ganz nice aus. Ich sehe niemanden. Vorne können wir mit der Kralle vorwärts kommen. Ich würde sagen, wir gehen vielleicht hier mal lang, oder? Hier ist widerlich. So, stumpfe Pfeile können benutzt werden, um Flaschenzüge aus der Entfernung zu lösen. Stumpfe Pfeile? Haben wir sowas? Aha, aha. Ich weiß nicht, ob man das damit machen kann. Ich speichere mal kurz. Vielleicht tatsächlich geht's damit. So, oh, schnell hier raus. Wollen ja nicht im Licht sein. Von wo war das denn? Ah, von da unten, okay. Hier sehe ich doch schon, dass wir das Fenster öffnen können. 10 Northcrests hatten wir schon. 10! Aber der hier ist der Schlimmste. An der Schwermut ist er nicht schuld. Oh, aber seine Wache sind Verbrecher in Uniform. Ich weiß es nicht. Er scheint aber an das zu glauben, was er getan hat. Herrschen erfordert eine feste Hand. Er wollte die Dinge verbessern. Ha, von wegen verbessern. Er und seine feste Hand haben den Fluss seit einem Jahr nicht überschritten. Wie gesagt, der Schlimmste. Na komm, wir müssen noch darüber können. Ja, gut. So, dann knacken wir doch mal hier vorne das Schloss. Ich bin gespannt. Oh. Bin gespannt, was uns hier drin erwartet. Na los. Ach Mann. Schon wieder daneben. So, jetzt. Ah, der Meisterdieb muss sich auch erstmal wieder einfinden. Ist noch früh am Morgen hier. So, nein, verdammt. Hallo, das war doch jetzt. So. Na komm. Jetzt aber. Mein Gott, ey, die ganze Zeit hier nur alles daneben. So. Ah, mal schauen, was wir hier drin so finden. Hier ist auf jeden Fall schon mal Licht, das wir ausmachen werden. So. Ah, gut, die Tür ist... Was haben wir hier? Ja, ich höre die ganze Zeit so ein Klacken oder so. Was ist aus dieser Stadt geworden? Ich weiß nicht, was es ist und irgendwer scheint hier noch zu sein. Das heißt, wir sollten uns beeilen, falls irgendwas passiert. So, na komm, mach mal auf hier. Oh. Oh. Aha, ein Schalter irgendwo. Da, da war er. Ich wette, jetzt geht er unten. Irgendwas wird jetzt hier aufgehen, mit Sicherheit. Hier ist ein Trittschalter. Au. Das sind Fallen hier. Das ist ja mies. Der schützt sich auch noch davor, dass wir ihn ausrauben. Wie bescheuert ist das denn bitte? Ich meine, hallo? Ein Kaffee.
Alter, ey. Guck dir das an. Kaum tritt man hier durch. Zack, zack. Ein Pfeil nach dem anderen. Aber hier können wir auch nirgendwo durch. Hat das echt einfach nur das hier geöffnet? Das war alles? Hm. Naja, okay. Dann haben wir immerhin den Weg jetzt frei. Wir könnten jetzt hier runter. Komm, wir machen es einfach mal. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier runter. So. Jetzt wieder schön ducken. Damit wir auf keinen Fall entdeckt werden können. Dann schaue ich mal hier. Hier gibt's. Wie? Die Tür können wir nicht knacken? Verdammt. So, okay. Da hinten sehe ich was blinken. Da gehe ich mal hin. So, schön vorsichtig. Kommen wir da am besten hin? Haben wir hier irgendwo eine Möglichkeit, nach oben zu kommen? Mir tut der Rücken auch ganz schrecklich weh. Naja, egal. Ich glaube, ich bewege mich mal wieder ein bisschen hier hin in die Richtung. So, weil wir hier nämlich die ganze Zeit schon von unserem Ziel uns entfernen. So. Beeilen uns einfach mal ein bisschen. So, hier können wir mal wieder etwas gemütlicher gehen. Wir wollen ja nach wie vor nicht entdeckt werden. Da unten sind noch mehr Wachen. Überall ohne Ende Wachen. Das ist natürlich für die Stadt an sich gut, aber für uns so gar nicht. So, dann schauen wir doch mal, was wir hinter diesem schönen Fenster haben. So. Ah, ich wollte schon die Maustaste drücken. Wir brauchen natürlich eh. So. Zack, offen und schön vorsichtig hier rein. Wir wissen ja nicht, was uns hier erwartet. Ich weiß nicht, ob wir diese Lichter mal ausmachen können. Aber anscheinend können wir das nicht. So, haben wir hier irgendwas Interessantes? Nein, die Tür können wir auch nicht öffnen. Hier ist auch alles einfach nur zu. Hier haben wir einen Schalter. Sehr gut, der hat das Licht gelöscht. Ich höre hier irgendwen. Irgendwer läuft hier. Trololo, trololo. So, dann schauen wir mal. Da ist nichts. Und hier sieht auch noch alles okay aus. Dann schauen wir mal. Was? Im Licht? Was sollen wir denn hier im Licht stehen? Hm, scheint wieder ein Bug zu sein. Wäre ja nicht das erste Mal, dass ich einen Bug im Let's Play finde. Ich finde ja ungefähr jeden Bug. So. Na, ist keiner. Hoffe ich zumindest. So, da vorne ist irgendwas Interessantes. Neue Anweisung. Das lesen wir gleich. Ich möchte nur kurz den Lichtschalter finden. Damit wir das Licht hier ausmachen können. Können wir hier eigentlich was klauen? Nein. Schade. So. Hier nur irgendwas? Nein. Dann huschen wir mal schnell hier hin. Ach, hier ist auch die ganze Zeit einfach Licht. So, das wollte ich eigentlich nicht. Wo ist der Lichtschalter? Verdammt, ich will das doch ausmachen. Bevor hier irgendwer kommt. Weißt du, dann ist es wieder zu spät. Ich glaube, das sind die Wachen von draußen. Komm. Ich probiere mal jetzt weiter. Mal schauen, ob hier wieder irgendwas Interessantes ist. So, dann räumen wir erstmal alles schnell aus. Und dann kümmern wir uns gleich um das große Schloss, was da ist. Na da, noch ein Flachmann. Mal wieder ein bisschen Dokumente. Was ist denn da? Bericht der Wache. Aha. Okay, hier haben wir auch gar nichts. Und hier, ein bisschen was. Tintenfass. Bisschen was Tintenfass. So. Ansonsten. Die Lupe können wir anscheinend nicht mitnehmen. Ja, dann würde ich sagen, tun wir uns mal hier an dem Schloss gemütlich zur Sache setzen. Na, da war er. Komm. Los. Da war doch der weiße Punkt gerade. Jetzt kriege ich ihn wieder nicht mehr. Da war er. Hier unten. Nein. Ja. So. Nein, verdammt. Okay, Moment. Ach, ich hab's gleich. Warte kurz hier. So, zack. Das ist manchmal doch ein bisschen kniffliger bei den schweren Schlössern. Da muss man schon ein bisschen gucken. So, zack.
Ich glaube, wenn man einmal den Dreh raus hat, dann geht's sogar. Trockenfleisch. Ich hasse Trockenfleisch. Trockenfleisch, ja, das ist so eine Sache für sich, ne? Also, ich weiß nicht, habt ihr schon mal Trockenfleisch gegessen? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich hab's, glaube ich, noch nie gegessen. Keine Ahnung, wie das schmeckt. Könnt ihr ja mal beschreiben, wenn ihr Bock habt. So, jetzt aber hier wieder, zack. Das Teil ist offen, dann gucken wir mal rein, was wir hier Nices drin haben. Oh, das sieht gut aus. Büste des Barons. Eieiei, das sieht ja hammer nice aus. Ich weiß zwar nicht, wo wir hier gerade sind, dass wir hier so eine wertvolle Statue finden. Aber naja, ist ja egal. Hauptsache, wir haben die Statue. Die Statuette. So. Hier tun wir mal wieder das Fensterlein öffnen. So, zack, 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 zack. Jo, tatsächlich, hier ist ein Seil. So, und wo müssen wir hin? Da 20 Meter um die Ecke. Oh, wir sind hier im Licht. Ja, das fehlt mir auch ständig. Na, hier kommen wir so hoch. Scheiße, ich will nicht auf dem Boden eigentlich. Das könnte nämlich böse enden. Der Boden ist schließlich gefährlich und aus Lava. Wie wir alle wissen aus Kindertagen. Was haben wir denn hier? Ah, der verkrüppelte Barrick. Jetzt betreten? Ja, natürlich. Immer rein da. Sieht aus wie eine Taverne. Geil. Können wir endlich einen saufen hier. Sauber. Ach ja, herrlich. So. Oh, was ist denn hier? Ich hätte das Einwegglas genommen, Besser, das wiegt viel mehr. Garrett! Mist. Benutzt immer noch keine Tür. Du besuchst mich nicht, du schreibst nicht. Ich dachte, du und Aaron wärt bei dem Angriff aufs Anwesen draufgegangen. Wo zur Hölle bist du gewesen? Ich weiß nicht. Du weißt nicht. Schön. Vergiss es. Interessiert mich gar nicht, wo du das ganze letzte Jahr warst. Keine Zeit für sowas. Vor allem bei der neuen Opiumabgabe des Barons wegen dieser Schwermut. Und die Schwarzsteuer des Diebesfängergenerals blutet uns Unternehmer aus. Wenn du einen Auftrag hast, dann lass hören. Bist du denn dazu bereit? Na gut. Also, folgendes. Du musst einen Ring für mich beschaffen. Heiratest du? Nie wieder. Du Mistvogel! Ich schwöre, eines Tages mache ich einen Hut aus dir! Und opferst das Gehirn der Bande? Mir gehen die Finger aus. Der Auftrag. Ja. Ach so. Ja, ja, ja. Klar. Er gehört einem gewissen Cornelius Greaves, so ein gelackter Typ, der kein Stück Dreck an den Stiefeln hat. Das war's schon. Wo ist der Haken? Er ist tot. Ich bin ein Dieb, Besser, kein Grabräuber. Das war erst vor kurzem. Er hat den Ring wohl nie abgenommen. Wo bleibt die Herausforderung? Herausforderung? Wir sind da, bevor ihn die Fuhrleute durchsuchen. Angeblich werden die Leichen zu der alten Gießerei bei Cinderfall gebracht. Dort wimmelt es von Wachen des Barons. Der beste Weg dorthin ist durch die alte Kapelle. Und vermassel die Sache nicht, Garrett. Manche müssen Schulden begleichen. Wer nicht erwischt wird, zahlt nichts. Ja, 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 ja. Jetzt raus hier. Und nimm die Tür. Bitte. Trotzdem. Schön, dich zu sehen. Ja. Okay, wir haben anscheinend
einen neuen Auftrag von Basso. Basso-Aufträge. Basso hat häufig Nebenaufträge für dich. Schau regelmäßig bei ihm vorbei, um zu sehen, was es zu tun gibt. Okay, alles klar. Das heißt, wir können uns... Das sind Krähen. Eine ganze Schar. Und sie wollen unsere Seelen. Sie singen das Lied von Baron Northcrest, dem Taffer, der uns in diesen Eisenkäfig gesperrt hat. Im Namen des Fortschritts, Eisenstiefel will uns begraben. Aber die Krähen wissen, dass ein Sturm aufzieht. Und wenn der losbricht, ha, dann zeigt sich, wer noch steht. Northcrest will Geduld von uns, aber wir haben lange genug gewartet. Die Stadt ist krank. Lasst uns nicht mit ihr sterben. Ich fand den Namen General. Ach cool, wir können sogar hierher gehen. Und wusste, wenn du mehr Geld brauchst, hätte ich ein paar Aufträge für dich. Die besten Verträge der Stadt. Cool. Stiehl Sigwilis goldene Uhr. Sigwili hat alles verdient, was ihn jetzt erwartet. Früher hat er mit seinen goldenen Taschenuhren Blackfarrow den Herrn markiert und trotzdem ständig seine Huren und jede Münze betrogen. Wegen der Schwermut und seiner tobenden Syphilis sind seine Tage gezählt und ich will diese Uhr, bevor sie irgendein dämlicher Mistkerl klaut. Annehmen und verfolgen. Wir nehmen erstmal einfach alles an. So, innere Schirr, stiehl den Handspiegel. So. 4 Aufträge verfügbar, Aufträge aktiv, okay. Ich glaube, wir aktivieren die mal. Bin zum Glück aber wieder nüchtern. So, es heißt, im Weg des Baron gibt es eine rekordverdächtige Schmucke, kleine mit jeder Menge Verehrern. Eine von denen hat ihnen einen wertvollen Handspiegel gekauft, der ein perfektes Geschenk für meinen Komfort wäre. Geh und befreie die hübsche Dame von der Tyrannei der Schönheit. Okay. Straßen, die nicht stinken, das wahre Leben. Wie kann man die denn so nochmal verfolgen? Naja, egal. So, Stiegel, das Medizinfläschchen. Auf der Straße gibt es ein neues Wunderelixier gegen die Schwermut und diesmal soll es ein echter Arznei sein. Dr. Troy hat angeblich ein Heilmittel gebraut, aber er hält es in seinem Laden unter Verschluss. Besorgt eine Probe, dann werden wir reich unter dem noblen Banner des Kampfes gegen das Leiden. Stiehl das Diebesmanuskript beim Schlüpfer der roten Jenny. Einer meiner Klienten hat sich als Wortschmied entpuppt. Ein Schriftsteller. Er hat ein Buch über die schmutzige Schattenseite der Stadt geschrieben, mit mir als Hauptperson. Finde ihn in Blackfarrow und vernichte sein Manuskript. Ich muss auf meinen Ruf achten. Okay, machen wir alles. Alter, der labert hier doppelt. So, triff Hector in seiner Werkstatt. Ich habe einen neuen Auftrag für dich von einem alten Vertrauten in Stone Market. Einer der Mechaniker des Barons hat sich selbstständig gemacht. Sein Name ist Hector. Ein seltsamer Kauz, aber die Bezahlung ist gut und im Raum einen reinzubringen, versuche ich das Ganze zusätzlich. So. Dann erledigen wir mal zuerst den Auftrag dort. So, hier haben wir noch Dokumente, die wollten wir uns ja nochmal kurz anschauen. So, Stone Market, Bericht der Wache. Zusammenfassung, Waffenvorrat, 6C ins Lager Black Alley verlegt. Alle Teile durch die Wachen Munion und Koss inspiziert und erfasst. Okay, nicht Kapital irgendwas. Kapitelrückblicke meine ich natürlich, Rückblicke. Die meine ich natürlich nicht so. Die Straßen halten wieder mit dem Ruf der Wache... Stets aufmerksam im Kampf gegen die tobende Seuche der Schwermut. Die großen Tore schlossen sich, eine Ausgangssperre wurde ausgerufen und kein pflichtbewusster Bürger zeigte sich noch auf den Straßen. Orsley Durham, seines Zeichens Hauptmann der Wache, bezeichnet die Aktion als bislang erfolgreichste Quarantänemaßnahme. Sollen wir hier runterscrollen? Diese Abriegelung dient der Sicherheit unserer geschätzten Bürger, sagt er heute Abend bei der Beaufsichtigung der Schließung des Verrätertors. Und das verdanken wir alles dem Baron, fügt er noch hinzu, bevor er nach Dayport zurückkehrte. Ein wirklich bescheidener Held unserer Stadt. Unserer Stadt, meinte ich natürlich. So, richtig bescheiden ist der Typ. Naja, okay, Flaschen haben wir auch noch am Start, da brauchen wir keine mitnehmen. Ansonsten können wir hier mal wenigstens das Licht ausmachen. Ist mir ein bisschen zu hell hier. So, und jetzt können wir dann aber... Jetzt können wir weiter. So. So, die normalen Bürger scheinen uns nichts zu tun. Unser einziger Feind scheint die Wache zu sein. Kommen wir denn hier hin? Möchtest du in dieses Viertel gehen? Die Stadt, Stone Market. Muss ich da hin? Ah, es sind 56 Meter. Die wollten Mortimer vertreiben. Also das würde ich nicht versuchen. Hat sich natürlich aufgeregt, also haben sie ihn verprügelt. Geschieht ihm ganz recht. Und dann in einen Karren gelegt. Er war nicht mal tot. So, wir gehen mal lieber schneller raus und reisen mal in die Stadt Stone Market. So,
Zack, ganz schnell kurz hier den Ladebildschirm durchpfeifen. Alter, das geht echt schnell. Trifft die Königin der Bettler in der Kapelle, geht zur Kapelle von Morningside. Kein Problem. Der Rauch hält die Schwermut fern. Ja? Dann müssten wir nach all den Jahren in der Fabrik ja bestens gewappnet sein. Ich hab schon so einiges. So, müssen noch hier irgendwo hochkommen. Tully hatte sogar eine Sammlung. Nein, so war es nicht. Ein Arzt hat ihm Geld dafür gegeben. Für eine Studie, hat er gesagt. Wenn Tully loslegte, konnte er mehr verdienen, als wir gekriegt haben. Teil. Jetzt ist er hinüber. Wie alles andere.